Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead, A New Frontier. Mein Name ist Rotmack und wir sind wieder zurück in der großen Stadt und wollen jetzt hier unsere, naja, sag mal, Geliebte und unseren Sohn, ja, stimmt ja auch nicht, unseren Enkel. Nee, nicht Enkel, was ist denn der eigentlich? Keine Ahnung. Der Sohn des Bruders befreien. Mal schauen, ob wir das hier schaffen. Used to play shortstop for Baltimore. That Javier Garcia? That's who we're looking for? Yeah, that Javier Garcia. Anyway, sounds like some paranoid horse shit. Guy's a fucking ball player. There's the medical center. He's gonna go ninja his way back in here and stir up trouble. We go in, we get out, we get Kate and Gabe, we get out. Alright. What about our friends there? Doesn't exactly look like a welcoming committee. Alright, let's hang out here for a while. Smoke break. Damn it. We need a distraction. Molotov cocktail oder so? Könnte sie ablenken. Sollen das hingeworfen werden? Dahin? Geht da nicht noch mehr? Irgendwo weiter weg? Nein. Gibt nur einen Ort, wo man es hinwerfen kann und man kann gar nicht verfehlen. Also, ja. Da hätte man sich auch mehr überlegen können, wo man zum Beispiel Möglichkeiten hätte. Aber das ist einfach nur, ja, ein bisschen lame. Entschuldigung, aber das ist wirklich, ja. Okay, machen wir mal. What the fuck? Shit, we need to get the fire crew or that shit could burn down the block. You couldn't have just taken out a window. Hit the trick, didn't it? Nur bei einem Fenster wären sie wahrscheinlich nicht weggelaufen, oder? Die hätten ja da stehen können und einfach mal schauen können. Naja. Egal, wir gehen jetzt ins Hospital. Und befreien da die ganzen Leute. Eine kleine Befreiungsaktion. Ich habe das Gefühl, der Doktor hat auch noch ziemlich viel Scheiße im Genick. Der Doktor macht sicherlich noch Experimente oder sowas. Javi! Ah, hallo. We thought you were... I was... super worried. Hey, buddy. I'm fine. I'm just fine. They said you guys were denied entry. It's true. We're on borrowed time. The people who run this place, they're ruthless. We have to move. Where's my dad? Is he coming? Javi! Your dad's taking care of a few loose ends. And right now, he needs me to take care of you. Oh, okay. David has a house in town. He thinks we'll be okay there. Then let's go! Wait, Javi? While you were gone, this woman, Joan, came by. I felt like she was sizing me up. It was creepy. She implied David was in trouble, like he was no longer in charge. She kept saying Gabe and I didn't need to worry, but it only made me worry more. I got a bad feeling from her. Joan's a shrewd operator. You can't believe a word she says. That doesn't exactly put me at ease. It shouldn't. The thugs who shot you, answer to her. She ordered raids on other settlements. We found all this stuff from Prescott. She was behind Prescott? David's rounding up allies to confront her right now. Javi, I know you wanted to try it here, but this isn't our fight. We already lost Mari because of these people. Now, the whole place is about to become a war zone. I hear you, Kate, but we can't just let her get away with it. You're not hearing me. This is not our problem. What's going on? Wir müssen hier raus. Tripp said we had to move to David's house. We're not doing that. We're getting the fuck out of Richmond before it's too late. Getting out? You shouldn't even be sitting up. What? What about my dad? We can't just leave him. Nein, wir gehen ins Haus. We don't even know who he is anymore. We have to get away before he gets us all killed. But he won't know where we are. Again! We're gonna go to David's house. Javi. It's the best bet we got. It's all we got. Ja,
Bin ich der Meinung? I've got a gun in the room they gave me. Sounds like we might need it. I'll come with you. We'll catch up with you guys. Sounds good. Wenn sie will immer nur weg von David, aber dann soll sie sich auch ihm stellen und ihm sagen, dass sie ihn nicht mehr liebt. Sie will ihm immer nur aus dem Weg gehen. Und wenn er da ist, dann sagt sie gar nichts gegen ihn. Also von daher, ja. Mädchen, du musst auch zu deinen Entscheidungen stehen. She's mad at me. Not you. No, it's not that. It's... You'll think it's stupid. What's up? I just wish Clementine was still with us. We ran into her. Really? I hope she came back with you. I wish she was around. I know she's tough, but I don't know. It'd be nice to hear she's all right. Just know that if we do run into her, she's not a big fan of your dad. Why not? You should ask her. Or maybe both of them. We need to go. Okay? Okay. Okay, dann gehen wir. Raus aus dieser Stadt, beziehungsweise wir gehen in Davids Haus. Und hoffen da ein bisschen Unterschlupf zu finden. Sollten wir das denn schaffen? You know this is what David lives for, right? What? A brawl. I only ever saw him truly happy when he was talking about being at war. The world going to shit? I guarantee, that was the best day of his life. He gets to live life on the front line. We were in the thick of it, Kate. If he thrives in this shit, that only improves our chances. Just because he likes it doesn't mean he's good at it. Auch ein kluger Satz. Aber es ist schon so, momentan müssen wir schauen, dass wir da möglichst viele Freunde kriegen. Come on, we have to hurry. Ava ist auch auf unserer Seite. David told us to come here. He's talking to the others now. Trust me, shit's about to fly. He's gonna need our help. We gotta get on the move. He's waiting for us. There's no more time to lose. Get them to safety first. Then we can go. This is the best way to protect them. They'll be safe here. Don't worry. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Both of you. You better. Hohoho, jetzt gibt's ja aber die Töne an hier, das kleine Mädchen, ne? Schön mal Maul halten und in die Küche gehen da. Nein, natürlich nicht. So. Und? Jetzt geht die Scheiße los hier, habe ich gehört. Aber wir haben noch zwei Kapitel vor uns. Da dürfen wir also gespannt sein. I don't like your tone, David. If this is about your brother... Don't pretend like you don't know what this is about. You've got a lot to answer for. Me? You must be joking. Javi, Kate and Gabe, safe. I knew I could count on you, brother. We're gonna fix this, together. I did what you asked. You better not make me regret it. What's going on here? We're just getting started. You smuggled your brother into Richmond despite what we agreed. Clearly, you have no respect for any of us. This is serious, David. You know, we can't let this go. It's over, Joan. You can stop your posturing. Posturing? What's this all about? She's been ordering raids on peaceful communities, sending your men to murder and loot. Raiding? Joan, is this true? Do I really need to answer that? That's a serious charge. You come in swinging, you better have proof. Here's our proof. This lowlife was part of the raids. Well, Max, what do you have to say? We had a deal, Max. Your life for the truth. I didn't forget. Then what are you waiting for? Me, Badger, and Lonnie, we ran the ops.
off Jones' orders. God damn it, Max. I'm washing my hands of this, man. Joan, how could you? Das war klar, eine Frau an der Macht, das kann nicht gut kommen. The real question is, how could I not? What would happen to us without your fertilizer, Clint? Or your pills, Paul? Do you think our community would survive? I did what I had to ensure that we would. It wasn't easy. So you survived, but at what cost? Do you even know how much suffering you've caused? I've no doubt it's less than I've prevented. All of you remember the winter, how much we lost. Friends. Lovers. Children. I made a promise I would never let that happen again. The raids were just to keep us going till Richmond reached sustainability. We're so close to our dream. Do we really want to risk it all by fighting amongst ourselves? We should all be on the same side of this, David. On Richmond's side. Surely you can see that. Prospering off the suffering of other people? That's no way to live. No way at all. You're damn right about that. We lost Mariana to those raids. How many others lost their kids too? I'm sorry, David. It breaks my heart about your child. It's something I'm going to have to live with. Und anscheinend sehr gut. Take them. What the hell? Put them in a cell until I can figure out what to do with them. Don't you fucking touch me. That's an order! They don't take orders from you anymore, David. You're done here. What the fuck? You put yourself before the group. You won't get away with this, Joan. All of this will come back on you eventually. Paul, come on! I'm sorry. My hands are tied. This is not over, Joan. I have friends here. Allies. Ach du Scheiße. Da haben wir uns also richtig schön in die Scheiße geritten. Folge 3 über dem Gesetz. Das war sie also, die Folge. Und wir schauen uns an, welche Entscheidungen wir getroffen haben und wie die anderen Leute, die das Spiel gespielt haben, ihre Entscheidung getroffen haben. Hast du den Wunsch deines Bruders respektiert? Du und 34,3% der Spieler behielten Marianas Mord für sich. Die anderen haben es gesagt. Okay, ob das wirklich was geändert hätte, ich weiß es nicht. Ich denke mal schlussendlich nicht großartig. Ich denke, das Ziel wäre das gleiche gewesen. Hast du versucht, AJ zu retten? Du und 84,9% der Spieler spritzen AJ die Medizin. Da ist auch die Frage, wenn wir jetzt die Medizin nicht gespritzt hätten, was wäre dann geschehen? Dann hätte sie ja gar nicht... Dann hätte sie gar keinen Grund gehabt, Clementine wegzuschicken. Wegen versuchten Diebstahls vielleicht, aber die hatte dann nicht wirklich Diebstahl begangen. Von daher, crazy. Wie ist Badger gestorben? Du und 66,7% der Spieler schlugen Badgers Schädel ein. Also die meisten waren richtig wütend auf ihn. 5,4% der Spieler töteten Badger schnell. 22,6% der Spieler ließen zu, dass Badger sich verwandelt. Und 5,3% der Spieler ließen jemand anderen Badger töten. Okay, kann ein anderer ihn auch noch töten? Möglich, ne? Was war das Schicksal von Max? Du und 56,5% der Spieler brachten Max mit sich zurück. Okay, dann hätten wir aber gar keinen Beweis, wenn wir ohne den zurückgegangen wären. Außer wir hätten irgendwelches Material vielleicht mitgenommen. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Sind relativ wenig. Viele haben ihn umgebracht, muss man sagen. Ich sah da die Notwendigkeit nicht wirklich, weil er hat ja eigentlich auch
den Angriff auf Prescott nicht machen wollen. Er hat ja gesagt, ja komm, das ist nicht unser, wir können das nicht tun. Der Glatzkopf hat dann einfach mal die Fahrzeuge reinfahren lassen. Also von daher, ja, den kann man schon lieben lassen. Auf wessen Seite hast du dich letzten Endes geschlagen? Du und 53,3% der Spieler hielten sich an Davids Plan. Also relativ, knapp. Relativ knapp die ganze Angelegenheit. Und die Frage ist dann, ob man wirklich entkommt einfach so oder ob man da auch wieder irgendwie in den Knast gesteckt wird, auf eine andere Art. So, da doch alles im Überblick, noch einmal ganz kurz. Und dann war es das von Folge 3. Game of Thrones will ich mir nicht holen. Danke dafür. Zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht wäre das was für ein anderes Projekt dann. Aber das soll es erstmal gewesen sein von Folge 3. The Walking Dead, A New Frontier. Ja, beim nächsten Mal geht es weiter mit Episode 4. Ich freue mich drauf und hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.